Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar, einen Crash-Warner mit Push-Nachrichten programmieren, Teil 1. Also Sie merken an dem Titel, dass noch ein zweiter Teil kommt. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ich freue mich, dass wir jetzt in 2018 auch mit AlgoCamp die Webinare jetzt starten können. Und bevor ich jetzt den Bildschirm übergebe, müssen wir natürlich einmal trotzdem obligatorisch den Risikohinweis zur Kenntnis nehmen. Darum bitte ich Sie, einmal ganz kurz sich durchzulesen, zu verstehen. Auch wie immer wichtig für die Aufzeichnung, können Sie gerne kurz pausieren. Dieses Webinar dient zu Schulungszwecken. Gut, dann offiziell auch nochmal schönen guten Abend, David, und ich übertrage jetzt den Bildschirm. Wünsche allen viel Spaß und wenn irgendwas ist, ich bin im Hintergrund. Super, vielen Dank. Jetzt sollte man meinen Bildschirm hoffentlich sehen. Das ist korrekt. Perfekt. Ja, vielen Dank für deine tolle und freundliche Einleitung. Ich heiße Sie auch alle herzlich willkommen heute zum ersten Webinar 2018 gemeinsam AlgoCamp mit FXFlat. Wir haben uns letztes Jahr auch so ein bisschen überlegt, was gestalten wir dieses Jahr oder wie gestalten wir dieses Jahr das Ganze noch interessanter und spannender. Und haben uns dazu entschlossen, das Ganze noch mehr praxisorientierter zu gestalten. Und ja, damit fangen wir direkt an. Daher heute Titel oder Thema: Ein Crash-Warner programmieren. In dem Bereich ist es ein bisschen schwierig, sage ich mal, ja, immer was zu finden, was alle interessiert. Also wir haben heute keine Programmierschulung, wo man wirklich der größte IT-Programmierer oder Informatiker sein muss, um das Ganze zu verstehen, sondern Hintergedanke ist eher so ein bisschen das Verständnis zu entwickeln, wie eigentlich ein Algo läuft oder ein Indikator läuft und wie man sich den zusammenbaut. Das heißt, Zielgruppe heute ist quasi wirklich nicht die reinen Programmierer oder die Profis in dem Bereich, sondern alle, also auch die Trader, die das interessant finden und einfach mal verstehen wollen oder selbst rumbasteln wollen. Darum geht es heute so prinzipiell. Zwei Teile haben wir. Heute im ersten Teil programmieren wir den Crash-Warner, was es genau ist, wie er aussieht, was wir damit erzielen wollen. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und im zweiten Teil optimieren wir den ganzen durch Filter. Wir schicken uns Push-Nachrichten auf Smartphone und so weiter und so weiter. Aber heute wollen wir wirklich erstmal das Grundsystem gemeinsam. Das heißt, ich zeige Ihnen nicht was ich jetzt heimlich schon programmiert habe, sondern wir gehen das gemeinsam durch, testen das Ganze auch live am Markt und optimieren es ein bisschen das Ganze. Vorab, hoffentlich ist die Monitorauflösung soweit angenehm. Können Sie mir gerne mal Feedback dazu geben? Ich habe halt immer Ultra-Widescreen-Monitore und das ist die Auflösung ziemlich hoch eingestellt, aber ich hoffe mal so mit der Auflösung 2850 sollte es angenehm sein. Sonst hatte ich immer 3400 mal 1400, da hat man dann nichts mehr gesehen, wie ich gehört und auch selbst gesehen habe. Aber ich denke mal, so kann man das alles lesen. Wenn nicht, wenn wir gleich den Code haben, einfach kurz schreiben, dann stelle ich Sie noch weiter zurück. Ja, wer bin ich eigentlich? Wer programmiert heute eigentlich? Kurz zu meiner Person. Die einen oder anderen kennen mich wahrscheinlich inzwischen schon. Mein Name ist David Warney. Ich bin aktuell 27 Jahre alt und Gründer und Geschäftsführer von AlgoCamp. Auf der AlgoCamp-Webseite sind wir hier kurz. Wir sind Partner von FXFlat und haben uns halt auf die Programmierung von automatischen Handelssystemen, von Indikatoren und so weiter spezialisiert. Das heißt, alles, was irgendwie mit der Börse zu tun hat und in Richtung Automatisierung geht, ist unser Kernbereich. Das heißt, wenn Sie eine Idee haben oder irgendwas automatisieren möchten an der Börse, dann sind wir der richtige Ansprechpartner für Sie in dem Bereich. Gut, starten wir einfach mal direkt los. Ich mache dafür den MetaTrader auf von FXPlat und wir schauen uns einfach mal an, was wollen wir eigentlich mit dem Crash-Warner generieren? Hintergedanke. Wir wollen keine Glaskugel programmieren, mit der wir in die Zukunft blicken können. Das ist nicht unser Ziel, das ist auch nicht möglich, sondern wir wollen ja, ein Handelssystem oder besser gesagt einen Indikator entwickeln, welches erkennt und uns informiert, wenn es gerade starke Bewegungen am Markt gibt. Wir sehen es hier im Chart zum Beispiel. Ich scrolle noch etwas rein, damit man das ein bisschen besser sieht.
Hier zum Beispiel haben wir solche Events, das ist hier der Euro-Dollar auf Stundenbasis. Wir haben hier starke Kursausbrüche, also eine starke Candle, wir haben hier eine starke Candle. Das ist jetzt nicht, wie der Titel verraten lässt, der direkte Crash, sondern wir wollen damit eigentlich je nach Einstellung halt starke Bewegung am Markt erkennen, und zwar ohne, dass wir ständig davor sitzen, ohne, dass wir 50 Charts offen haben, sondern einfach nur, dass wir ein kleines System am Laufen haben, welches uns informiert, sobald es Ausbrüche am Markt gibt. Wie stark die Ausbrüche sein müssen, das können wir fröhlich frei einstellen gleich. Das entwickeln wir so, dass wir es einstellen können. Das heißt, wir möchten kleine Bewegung erkannt haben, wie jetzt beispielsweise hier solche kleinen Candles, oder wir wollen wirklich mittelgroße Candles. Ich weiß gar nicht, ob wir hier weiter zurück noch irgendwas haben. Also wirklich dann hier zum Beispiel die Candle. Das heißt, wir als Trader wollen ja eigentlich mal eins, wir wollen ja, dass der Markt sich bewegt, und am meisten freuen wir uns ja eigentlich dann, wenn der Markt sich stark bewegt. Wenn der Markt hin und her dümpelt, dann verdienen wir einfach nichts durch Positionshandel, egal ob wir long oder short sind. Am Ende des Tages haben wir 50 Mal die Positionsrichtung gewechselt und nichts verdient, außer Gebühren und Spread generiert. Das ist nicht unser Ziel, sondern eigentlich möchten wir dann handeln, wenn Bewegung da ist oder viel am Markt los ist, und nicht, wenn nichts los ist. Und wir können natürlich nicht das Ganze, den ganzen Markt manuell prüfen und scannen, sondern wir müssen uns die Arbeit abnehmen lassen. Das können wir mit dem Crash-Warner machen. Das heißt, ich möchte ein System haben. Ich zeichne das einfach mal kurz mit einem extra Programm auf. Ziehe ich gleich mal rein. Wir möchten ein System haben, welches halt diese starken Bewegungen erkennt, und zwar nicht 5 Stunden später, sondern direkt in der Entstehung. So, ich ziehe dafür kurz mal was runter zum Zeichnen. So, da sieht man das ganz gut. Also, wir haben, genau, das sollte man sehen. Das heißt, wir haben einen Markt, der bewegt sich ganz normal, relativ unspektakulär, hat seine Bewegung, und plötzlich fängt es an, stark, extrem stark anzufangen zu steigen oder auch zu fallen. Die Richtung ist völlig egal. Und wir wollen die Info nicht dann haben, wenn wir hier schon das Ganze wieder abverkauft ist oder schon lange vorbei ist, sondern wir wollen es direkt hier in der Entstehung haben. Das heißt, wir wollen quasi direkt hier schon, hier, wenn es überdurchschnittlich steigt oder fällt, wollen wir die Info haben. Die Info heute, wie wir sie bekommen, das ist einfach nur eine Textausgabe, die wir uns erstmal stellen. Im zweiten Teil kümmern wir uns dann darum, dass wir uns eine E-Mail schicken, dass wir uns eine Push-Nachricht auf Smartphone schicken und so weiter. Heute geht es erstmal um die Erkennung an sich, wie wir das gut aufbauen können, und um die einfache Ausgabe in der Konsole und einen einfachen File, den wir in einem Chart zeichnen lassen. Das ist die eine Variante vom Crash-Warner. Damit es ein bisschen spannender ist, wollen wir noch eine zweite Variante einbauen. Die passt natürlich nicht zum Titel Crash-Warner, sondern es ist eher so ein Überhitzungs-Warner. Und der würde wie folgt funktionieren. Ich zeichne hier einfach mal den 200 oder erstmal einen Kursverlauf. Kursverlauf. So, das ist der Kursverlauf, von welchem Asset auch immer. Ich zeichne noch den 200er SMA ein, das ist die blaue Linie, die verläuft in etwa so. So, was wollen wir mit der Überhitzungsfunktion? Mit der Überhitzungsfunktion wollen wir keinen Crash erkennen, sondern wir wollen die Situation erkennen, wo der Markt extrem überhitzt oder extrem überläuft. Das heißt, hier zum Beispiel ist der Kurs schon etwas länger über dem 200er SMA, über dem 200er Tages-SMA. Und kurz vor Ende, in der Regel dann, wenn die Trends drehen oder die Trends vorbei sind, gibt es nochmal richtig Gas. Da gibt der Markt nochmal richtig Gas und läuft extrem stark nach oben. Und das wollen wir auch automatisiert erkennen. Wir wollen es nicht direkt handeln. Was wir damit machen, ist im Endeffekt abhängig von unserer Strategie oder was wir mit anfangen wollen. Aber wir wollen diese überhitzten Märkte automatisiert erkennen und uns benachrichtigen lassen. Das sind die zwei Varianten. Variante 1, das sind die, das ist quasi der Crash, den wir automatisch erkennen wollen möchten. Und die Variante 2 ist die Überhitzungserkennung quasi. Und die zwei Varianten, die programmieren wir heute gemeinsam einfach mit dem MetaTrader 4, sodass wir am Ende des Webinars ein fertiges Handelssystem haben. Es handelt nicht, es gibt nur die Informationen aus, aber wir entwickeln es von der technisch als Expert Advisor, also als Handelssystem, sodass wir später, wenn wir das möchten, dort auch theoretisch automatisierte Trades umsetzen können oder durchführen können, oder wir belassen es einfach dabei und lassen uns einfach nur informieren. Gut, gehen wir direkt in den MetaTrader rein.
Ich denke mal, was wir vorhaben, habe ich soweit erstmal rübergebracht, was unsere Ziele sind. Fangen wir einfach direkt an mit der Programmierung, tasten uns also langsam Schritt für Schritt rein. Wo programmieren wir eigentlich im MetaTrader? Dafür gibt es den Meta-Editor, der ist immer standardmäßig installiert, wenn wir den MetaTrader installieren. Dann haben wir den Meta-Editor, das ist quasi wie der Windows-Editor, nur speziell für die Programmierung von Handelssystemen. Und da lege ich erstmal ein neues Handelssystem an. Das ziehe ich hier kurz hoch. David, so, wir wollen ein Export. Ja? Kurze Frage nur. Das, was du jetzt mit dem MetaTrader 4 machst, gilt das dann auch für den MetaTrader 5? War eine Frage hier im Chat. Genau, das Programm, das können wir nicht 1:1 für MetaTrader 5 umsetzen. Das geht nicht, weil die Programmiersprache unterschiedlich ist. Die Logik, die können wir aber anwenden. Also in der Regel ist bei der Programmierung eigentlich immer die Logik das Komplizierteste oder die Kunst dahinter, gewisse Sachen zu erkennen. Aber vom Aufbau her, wie ich jetzt ein neues Projekt erstelle, also der Grundaufbau eines Programms, der ist ähnlich. Aber die einzelnen Befehle, die können wir nicht 1:1 kopieren für MetaTrader 5. Da gibt es schon Unterschiede. Gut, also erstellen wir jetzt einen Exploit-Advisor. Wir wollen ja kein Skript, wir wollen keinen Indikator, sondern wir wollen wirklich einen EA starten, entwickeln. Dann gehen wir auch weiter. Das Ganze nennen wir Crashwana, FXplot und AlgoCamp. Schönen Dank. So, und dann fangen wir an, dann haben wir hier ein Feld Parameter. Parameter, das kennen Sie wahrscheinlich schon, wenn Sie automatisierte Handelssysteme oder Indikatoren anwenden, wahrscheinlich eher bei Indikatoren, beispielsweise den SMA anwenden. Ich zeige das einfach mal live. Indikator, wenn ich jetzt hier einen Indikator anwende, beispielsweise nehmen wir den, was haben wir hier? Den Parabolic SAR, dann haben wir hier auch Parameter. Wir haben jetzt hier Schrittweite. Wenn wir einen Durchschnitt anwenden, dann haben wir beispielsweise die Tiefe und genau hier die Periode. Das sind Parameter. Das sind also Werte, die wir einstellen, ohne was am Programm zu ändern. Trage ich jetzt hier eine 10 ein, heißt es, wir nehmen einen 10er Durchschnitt. Trage ich hier eine 50 ein, heißt es, ein 50er Durchschnitt. Das sind die Parameter. Und diese Parameter wollen wir auch in unserem Crashwana einbauen, damit wir den ganzen Crashwana individuell einstellen können. Wir möchten also sagen können, ohne am Programm etwas ändern zu können, ich möchte jetzt eine starke Bewegung erkannt haben oder ich möchte jetzt kleinere Bewegungen erkannt haben oder. Also wir brauchen ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Aber wir wollen ja nicht jedes Mal das Programm bearbeiten, neu programmieren und so weiter, sondern wir wollen relativ einfach die Änderung vornehmen. Dafür brauchen wir hier die Parameter. Die können wir hier in der Oberfläche noch angeben. Das heißt, bisher müssen wir nicht groß programmieren in dem Schritt, sondern wir können hier ganz einfach nur die Sachen zusammenklicken, sage ich mal. Okay, wir brauchen also erstmal einen Integer. Das heißt, wir brauchen eine Zahl. Die nenne ich an dieser Stelle einfach mal Lookback Candles. Das heißt, damit definiere ich, wie viele Candles blicke ich zurück, um den Crash zu erkennen. Ich gehe nochmal kurz dafür zurück in die Grafik. Wo haben wir das? Genau, nicht, aber die Grafik. Die Bewegung, die wird nicht zwingend innerhalb von einer Candle auftreten. Das heißt, wir werden nicht solch einen Markt haben, wo dann plötzlich die nächste Candle so ansteigt, sondern der Crash, wenn wir es so nennen möchten, der baut sich eher langsamer auf und zwar so. Natürlich immer abhängig vom Zeitintervall, ob Minuten oder Stunden. Aber in der Regel baut sich das einfach so auf. Haben wir Tagescandles, dann sieht der Crash wahrscheinlich so aus. Aber wir möchten ja nicht verspätet den Crash erkennen, sondern relativ zeitnah. Und dann sieht es ja zum Beispiel auf Minutenbasis oder 5-Minuten-Basis eher so aus. So, das heißt, würden wir hier nur eine Candle immer prüfen, dann würden wir den Crash nicht erkennen. Das heißt, wir müssen immer eine angeben, wie weit er zurückgucken soll. Das heißt, ich mache das mal farblich. Wenn er hier an dieser Stelle ist, guckt er 5 Candles zurück, die neue Candle beginnt, er guckt wieder 5 Candles zurück und das markiert es immer seinen Betrachtungszeitraum. Das heißt, er guckt immer 5 Candles zurück und misst dann von jetzt zu 5 Candles davor die Abweichung. Wie groß ist die? Das müssen wir definieren und das machen wir mit dem ersten Integer Lookback Candles. So, da gebe ich jetzt einfach mal Anfangswert an von, ich nehme jetzt einfach mal
5. Das heißt, gucke standardmäßig immer 5 Candles zurück. So. Dann brauchen wir noch einen zweiten Wert. Das ist ein Double. Also brauchen wir auch eine Nachkommastelle, um anzugeben, wie groß muss die Abweichung sein in Prozent, damit ein Crash existiert. Das möchten wir auch individuell einstellen und nicht fix haben. Dafür nehme ich hier die Double-Variable. Da gebe ich, das ist quasi der Change-Trigger, die Variable, und dort geben wir an, wie stark der Markt sich bewegen muss. Zum Testen trage ich jetzt hier eine 0,2 ein. Das bedeutet, ein Crash liegt dann vor, wenn innerhalb der letzten 5 Candles eine Bewegung von 0,2% stand. Das ist natürlich noch kein großer Crash, aber wie gesagt, das ist eine Einstellungssache. Wenn wir jetzt hier eine 50 eintragen, müsste es 50% sein, und da werden wir im Euro-Dollar wahrscheinlich jahrelang erstmal kein Signal bekommen. Wir wollen ja heute ein bisschen was sehen. Könnt es auch noch einstellen, aber am Anfang trage ich einfach mal 0,2% ein, damit wir auch was sehen. Gut, dann haben wir das. Dann haben wir jetzt die Werte, die wir benötigen, um den Crash-Warner zu entwickeln. Wir haben ja noch die zweite Variante. In der zweiten Variante wollen wir die Überhitzung messen. Das heißt, wie stark rennt plötzlich der Markt vom Durchschnitt noch weiter weg? Da haben wir gerade MetaTrader 4 gesehen, müssen wir noch angeben, welchen SMA möchten wir eigentlich nutzen. Also brauche ich hier nochmal einen Parameter für die Tiefe. Das heißt, hier gebe ich an den Daily SMA, die Daily SMA-Periode. Ich nehme hier auch einen Integer, wir brauchen ja keine Fließkommazahl. Und als Standardwert gebe ich einfach ein 14. Das heißt, ein 14er Tages-SMA nehmen wir als Berechnungsgrundlage dafür. So, hier brauchen wir auch, wie oben, noch eine Prozentangabe. Das heißt, bei wie viel Prozent Abweichung oder Entfernung zum SMA meldest du dich, lieber Indikator. Da brauchen wir auch nochmal wieder ein Double. Das tragen wir hier einfach ein. Double. Geben den Namen von an. Auch ein Change-Trigger, nur halt für den SMA. Und hier sagen wir, nehme 0,5%. So, jetzt haben wir 4 Variablen. 2 für Variante 1, den Crash-Warner, und 2 Variablen für die Variante 2, der Überhitzungsfunktion quasi. Das war's an dieser Oberfläche. Hier können wir natürlich noch unsere Links angeben. Gehen wir an, wer es entwickelt hat. Das erscheint dann, wenn wir das Handelssystem anwenden auf dem Chart, dann sehen wir diese Autoreninformation quasi. Gut. Hier klicken wir auch weiter. Hier können wir erstmal alles standardmäßig belassen. Da können wir auch gar nicht so viel testen. Das ist auch zu spezifisch für heute. Und dann haben wir auch schon den Quellcode. Jetzt sind wir endlich im Quellcode, wo wir wirklich programmieren können. Und hier hat der Strategiebilder, wenn man das so nennen möchte, schon mal ein paar Sachen erstellt. Hier oben sind dann die Autoreninformationen. Hier gibt es ein paar Kommentare. Das heißt, das Graue mit den 2 Slash da vorne ist immer ein Kommentar. Und hier, das sind die Variablen, die wir gerade erstellt haben. Ansonsten sind hier ein paar Standardfunktionen. Ganz kurz zur Erklärung, es gibt hier die On-Init. Das heißt, wenn wir das Handelssystem einmalig anwenden auf dem Chart, dann erfolgt ein Event. Das heißt, hier könnten wir beispielsweise uns eine E-Mail schreiben, wo drin steht, Handelssystem ist gestartet, oder eine Textausgabe, oder. Dann gibt es das Ganze noch fürs Entfernen, eine De-On-Init-Methode. Dort könnten wir zum Beispiel eintragen, E-Mail rausschicken, Handelssystem ist beendet, User hat es beendet, oder wir können hier zum Beispiel alle Grafiken aus dem Chart entfernen. Wenn das Handelssystem zum Beispiel Pfeile oder Linien gemalt hat, könnten wir die alle entfernen. Für heute auch nicht weiter interessant. Die On-Tick, das ist schon eher interessanter für uns, und zwar wird die ausgefüllt. Das heißt, was wir jetzt hier heute reinschreiben, passiert, wenn der Markt sich ändert. Mit jedem Preis geht er hier rein. Und hier werden wir heute am meisten aktiv sein, denn wir möchten ja den Crash sofort erkennen und nicht erst dann, wenn er schon vorbei ist. Das sind so die Bereiche, wo wir uns heute bewegen. Ich zeige einfach mal den aktuellen Status hiervon. Wir klicken hier oben auf Kompilieren. Dann macht der Editor halt eine ausführbare Datei daraus. Die können wir auch schon hier im MetaTrader anwenden. Dafür gehen wir einfach hier unten auf Experten. Machen einen Rechtsklick, klicken auf Aktualisieren und dann lädt er kurz die Sachen. Und da haben wir auch schon den Crash-Warner FX-Wert-Algo-Camp. Ich kann jetzt hier raufklicken. Ich sehe hier
die Informationen, die wir angegeben haben, den Autor, bei allgemein, das ist standardmäßig. Und hier bei Eingaben haben wir die Parameter, die wir gerade uns zusammengeklickt haben, die vier Variablen. Ich kann das Ganze natürlich so auf Chart anwenden, da passiert jetzt nichts, da sind ja keine Funktionen hinter. Deswegen habe ich das erstmal abgebrochen und wir gehen wieder rein. Okay, wo starten wir? Machen wir einfach mal was Kleines, dass wir überhaupt mal was sehen, und zwar eine All-In-It. Wir lassen uns hier eine kleine Textausgabe ausgeben. Mit dem Befehl Print können wir die Sachen ausgeben lassen und tragen hier einfach mal ein Crashwana wird gestartet. So, wir klicken wieder auf Kompilieren. Ach, klar, nicht vergessen die Anführungszeichen bei Text. Das sehen wir auch hier unten. Wenn wir irgendwas falsch machen, dann gibt es ja auch immer die Meldung mit der Angabe der Zeile und der Spalte, wo was liegt. Nochmal auf Kompilieren. Keine Fehler. Jetzt kann ich das Ganze auch wieder im MetaTrader anwenden. Ich klicke hier rauf. Das Ganze ein bisschen kleiner machen. So, wir sehen hier oben rechts, im Chart steht Crashwarner FX Welt Algocamp. Der läuft, Smiley lächelt, es funktioniert soweit. Dann gucke ich einfach mal hier unter Experten und da sehe ich auch das, was wir gerade eingegeben haben. Crashwarner wird gestartet auf der Konsolenausgabe. Hier gibt es noch weitere Meldungen, die jetzt nicht zwingend von uns aktiv ausgegeben werden, wenn ein System gestartet, beendet wird und welche Fehlermeldungen und so weiter. Hier sehen wir auch nochmal die Parameter, die wir gerade initialisiert haben quasi, und hier oben Textausgabe. Also der kleine Crashwarner macht schon mal was, das ist noch nicht so sinnvoll, aber es ist schon mal aktiv. Gut, dann können wir direkt mit der eigentlichen Berechnung loslegen. Das Ganze, hatte ich ja gesagt, wollen wir wirklich live und zeitnah durchführen, deswegen machen wir das Ganze noch einen Tick, um kurz zu verdeutlichen, wie aktiv die On-Tick ist oder was da passiert, packe ich hier auch nochmal eine Konsolenausgabe rein und schreibe Berechnung Tick. Starte das drüben, kompiliere das, gucken wir auf der Konsole. Und wir sehen hier, wenn wir auf die Millisekunden achten, der Text wird ständig quasi ausgegeben. Mehrmals in der Sekunde. Je nachdem, immer dann, wenn ein neuer Preis reinkommt, dann aktualisiert sich das Ganze. Bringt uns jetzt nicht so viel, den Text auszugeben, aber ich denke mal, so erkennt man schon mal ganz gut, ob das überhaupt ausgeführt wird und wie oft das ausgeführt wird. Das heißt, wir sehen hier schon mal, das wird wirklich mit jedem Tick ausgeführt, genau die richtige Stelle, um den Crashwarner zu entwickeln. Gut. Beginnen wir mit der Variante 1. Wir haben ja zwei Varianten. Variante 1 ist wirklich der eigentliche Crash-Warner. So, wenn wir einen Crash erkannt haben, möchten wir erstmal eine Konsolenausgabe haben. Um den Crash erstmal zu erkennen, müssen wir uns erstmal ein paar Informationen holen. Und zwar brauchen wir erstmal das Open von 4x-Candles. Was meine ich damit? Ich hätte ja hier in den gelben Kreisen erläutert, mit der Variable Lookback-Candles gehen wir an, wie weit das Handelssystem zurückschauen soll. Das heißt, hier immer 5 Candles, immer 5 Candles, immer 5 Candles. Und hier müssen wir uns erstmal das Open von vor 5 Candles halt holen. So, dafür schreibe ich mir hier eine kleine temporäre Double-Variable. Also ich muss mir eine Nachkommastelle mitmerken, daher kein Integer. Dann nennen wir Double und das nenne ich jetzt einfach mal Open. Und dafür gibt es halt gewisse Funktionen und Methoden schon vorentwickelt oder in den Bibliotheken von MetaTrader 5. Eine davon, die wir nutzen, nennt sich iOpen. Das hier auch schon, wird schon vorgeschlagen. Und dort können wir gewisse Werte übergeben. Wir könnten ja zum Beispiel angeben, ich möchte das Open haben vom British Pfund gegen den US-Dollar, möchte ich aber nicht, sondern ich möchte jetzt das Open haben von dem aktuellen Chart, wo ich es drauf anwende, in diesem Fall jetzt der Euro-Dollar. Timeframe möchte ich auch nicht angeben, also M5, M10, was auch immer. Das möchte ich auch direkt vom Chart an nutzen. Und jetzt kommt das eigentlich Interessante, die Shift-Variable. Wie viele Candles möchte ich zurückgucken? Und zwar möchte ich so viele Candles zurückgucken, wie eingestellt. Das heißt, wir haben hier die Variable LookbackCandles. Das trage ich ein. Und damit habe ich schon mal das Open, das heißt das Open von vor 5 Candles, liegt in der Variable hier drin gespeichert, Open. Gucke kurz, kein Fehler, wunderbar.
damit wir nachher noch wissen, was wir hier gemacht haben, schreibe ich hier kurz rein als Kommentar, Open Course for X Candidates. Gut, haben wir schon mal einen Wert. Was brauchen wir noch, um die Differenz zu berechnen von vor X Candidates zu jetzt? Das heißt, von hier zu hier brauchen wir natürlich auch noch hier den aktuellen Kurs. Den holen wir uns auch noch. Dafür brauche ich mir auch wieder eine kurze, kleine, temporäre Variable. Double close nenne ich es jetzt einfach. Dafür nutze ich nicht die iOpen, sondern natürlich die iClose. Und da wieder das gleiche wie oben. Ich möchte kein Symbol angeben, Standardsymbol. Ich möchte kein Timeframe angeben. Und jetzt ganz wichtig, jetzt möchte ich nicht schieben, sondern ich möchte das aktuelle Close haben der Candle und nehme daher 0. Das heißt, die aktuelle Candle. Können wir mal auf Kompilieren klicken. Kein Fehler, wunderbar. Nochmal einen kurzen Kommentar, dass wir nachher nicht vergessen, was wir hier eigentlich gemacht haben. Aktueller Close der Kerze. So. Jetzt haben wir schon mal zwei Werte. Das sind quasi die Grundwerte, die wir benötigen für die ganze Berechnung. Jetzt können wir schon die erste Berechnung anstellen. Und zwar schauen wir jetzt gleich mal den Kommentar. Wir möchten jetzt die prozentuale Veränderung zwischen oder von Open von 4X Candidates zum jetzigen Kurs. Noch eine kurze Info, weil das ein bisschen irritierend ist. Wir haben ja gesagt, wir machen das on tick und live. Und wenn ich sage, ich nehme mir den aktuellen Close, beispielsweise auf einer M30 Candle, dann heißt es nicht, dass ich warten muss, bis die Candle vorbei ist, sondern wenn ich es 10.35 Uhr habe, dann nimmt er wirklich den aktuellen Kurs. Das heißt, um 10.35 Uhr habe ich einen anderen Wert vom Close als um 10.36 Uhr. Das ist quasi so, als ob ich hier den aktuellen Bid oder den aktuellen Last-Kurs habe. Nur hier verwenden wir einfach iClose, das ist genau das Gleiche. Gut, also der nächste Schritt ist die Berechnung. Wir berechnen die prozentuale Veränderung. Das schreibe ich mir direkt mal hin, das soll ich nicht vergessen. Hier nehme ich wieder auch einen Double-Wert und schreibe einfach oder nenne sie Change. Und hier beginne ich mit der Berechnung. Was machen wir zuerst? Erstmal muss ich das Close, das heißt den jetzigen Kurs, minus das Open von 4X Candidates verwenden. Und das Ganze nehme ich, weil ich eine prozentuale Angabe haben möchte, nehme ich das Ganze durch das Open. Und damit wir auch auf eine Prozentzahl kommen, das Ganze nochmal mal 100. So, schauen wir mal, ob das funktioniert. Kein Error. Wunderbar. Gut, jetzt brauchen wir für die Überprüfung noch die absolute Veränderung. Schauen wir hier auch kurz rein. Dafür brauche ich mir wieder eine Double-Variable, die einfach, sind wir kreativ, Ups-Change für die absolute Veränderung. Und dort nutzen wir einfach eine Funktion aus der Bibliothek von MQL. Das ist nämlich das Sinnvolle oder das Interessante an MQL 4 oder 5 gegenüber Programmiersprachen wie jetzt Java oder C-Sharp. Die haben einfach eine Bibliothek. Das heißt, hinter iOpen oder hinter iClose oder anderen Funktionen und Methoden steckt halt schon viel Arbeit. Und diese Arbeit müssen wir uns nicht immer, immer wieder machen. Das Gleiche gilt auch, wenn ich einen Indikator verwende. Ich muss nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, sondern kann auf diese Bibliothek zugreifen. Und das ist das Wertvolle eigentlich am MetaTrader 4 beziehungsweise MetaTrader 5 oder auch am NinjaTrader gegenüber von anderen Sprachen, wo man ohne Framework unterwegs ist. Gut, genau, hier nehmen wir die absolute Veränderung, berechnen es nicht selbst, lassen es berechnen. Und zwar übergeben wir hier die Change-Variable und haben das auch schon geregelt. Gut, das war's von der Berechnung für Variante 1. Jetzt kommt die eigentliche Überprüfung, wo wir sagen, ist die Veränderung größer als eingestellt? Und zwar, jetzt kommt die Überprüfung, haben wir einen Crash so, wie wir ihn definiert haben. Überprüfung führen wir durch mit einem if. Ich muss hier leider die Sonderzeichen kopieren, weil ich am Mac arbeite und er die Sonderzeichen nicht ganz übergibt. Okay, also hier überprüfe ich, ist die Veränderung größer als eingestellt? Das heißt, ist die absolute Änderung größer oder gleich?
das, was wir möchten. Und das, was wir möchten, haben wir hier oben als Parameter, und zwar die Prozentangabe von einem Crash. Wir definieren den Crash hier aktuell mit 0,2%. Daher tragen wir die Variable hier auch ein. Das ist die Überprüfung für Variante 1. Ist die Veränderung, ich gehe nochmal kurz auf die Grafik, ist die, gut, das ist ein bisschen vollgebaut schon, aber man sieht ja hoffentlich noch ein bisschen was. So, das heißt, hier ist die Veränderung in unserem Betrachtungszeitraum größer als 0,2% oder das, was wir eingestellt haben. Wenn ja, dann springt er hier in den Block rein. Ich schreibe kurz ein, ja, wir haben eine Crash. So, hier an dieser Stelle können wir halt ziemlich viel machen mit dieser Information. Wir können sofort handeln, theoretisch. Wir können sofort darauf setzen, dass der Crash oder Mini-Crash weiterläuft und noch weiter ausgebaut wird. Wir können auf eine Korrektur setzen, wir können uns etwas ausgeben, eine Push-Nachricht senden lassen und. Ziemlich viel. Wir fangen mit einem kleinen an, und zwar gehen wir einfach eine Textausgabe aus. Die Textausgabe, die packe ich nicht direkt hier rein. Wieso nicht direkt hier rein? Für die Übersicht und weil wir im zweiten Teil das Ganze auch noch ein bisschen ausbauen und dann wäre das Ganze etwas in der Ontik etwas zu vollgemüllt, sage ich mal. Deswegen baue ich dafür noch eine extra Funktion, eine Methode. Und die nenne ich einfach so, kein Rückgabewert, Void. Das heißt, wir können Methoden oder Funktionen entwickeln mit einem Rückgabewert, wo wir einfach einen Wert zurückgeben. Beispielsweise könnte ich es jetzt nennen, berechne SMA. Der berechnet dann hier den SMA und gibt dann den aktuellen SMA zurück. Das heißt, wenn ich im Code 20 Mal den SMA berechnen muss, hier, hier und hier, will ich nicht jedes Mal den SMA neu berechnen, sondern möchte einfach nur das einmal programmieren und immer wieder aufrufen. Und das Ganze machen wir jetzt bei der Meldung für ein Crash genauso. Das heißt, wir haben hier unsere Void, ich nenne sie einfach Trigger Crash. Und zwar übergeben wir hier einen Wert, ein Double, und zwar übergeben wir hier die Veränderung. Das heißt, wie stark ist der sogenannte Mini-Crash gerade in unserem Moment. So, ich muss mal kurz wieder die Sonderzeichen kopieren, wegen der Tastatur. Dann haben wir das auch. So, wie ist jetzt die Logik? Wir haben hier die Überprüfung nach der ganzen Berechnung. Haben wir jetzt einen Mini-Crash? Wenn ja, springe ich hier rein. Wenn er hier reinspringt, passiert nichts momentan. Und an dieser Stelle soll er Trigger Crash aufrufen. Dafür kopieren wir einfach den Namen. Und in den Klammern danach geben wir die Werte an, die übergeben werden. Und wir möchten ja hier die absolute Veränderung haben und tragen daher Change ein. Das ist ja die Variable, wo wir den Wert drin gespeichert haben, hier oben. Und kompilieren mal kurz, kein Fehler, das funktioniert. Das heißt, Mini-Crash erkannt, erstmal passiert nichts, dann ruft der Trigger-Crash auf, das ist hier, und hier passiert momentan auch noch nichts. Daher packen wir jetzt hier endlich unsere Konsolenausgabe rein, wieder ein Print, und sagen halt hier, Achtung, Crash erkannt, und geben danach dann die Variable aus, Change. Das heißt, wenn jetzt ein Mini-Crash existiert oder entsteht, dann würden wir auf der Konsole sehen, Achtung, Crash erkannt und danach die Angabe der Größe des Crashs. Mini-Crash, besser gesagt. Ich gucke mal kurz, ob es funktioniert. Keine Fehlermeldung. Hier oben unter Werkzeuge gibt es noch eine sinnvolle Funktion, und zwar ist das der Styler. Jetzt mal kurz auf den Code achten, wenn ich hier raufklicke. Das Ganze formatiert sich ein bisschen ordentlicher. Das ist alles im Standard ansprechend. Die Sachen werden eingerückt oder rausgerückt, dass das Ganze ein bisschen übersichtlicher ist und nicht so durcheinander, dass man da keine Struktur erkennt. Da ist das Teil dafür da. Der macht das ein bisschen ordentlicher, ohne dass man jetzt manuell gucken muss. Na, nochmal ein Leerzeichen, nochmal ein Leerzeichen. Das ist ganz sinnvoll. Okay. Was haben wir jetzt? Wir haben eine Konsolenausgabe, die ist erstmal schon mal gut, das heißt, wir erkennen das Ganze schon mal. Um das Ganze jetzt gleich zu testen, im Backtester würde uns die Konsolenausgabe nichts bringen, weil wir möchten es ja ein bisschen visueller gestalten und möchten ja direkt im Chart sehen, wo ist eigentlich der Crash. Was machen wir dafür?
Wir geben dafür einfach noch ein, ich glaube, was könnte man machen, noch ein Pfeil aus oder ein Pfeil, den wir einfach im Chart zeichnen. Mach das mal kurz auf im MetaTrader. Das heißt, wir möchten jetzt, wenn wir hier zum Beispiel den Crash erkannt haben, und zwar er ist beispielsweise hier, und dann möchten wir hier einen roten Pfeil haben und dort, ja, einfach einen Pfeil haben, wir können noch einen Text zu packen, Achtung, Crash erkannt oder nicht. Und dann entwickeln wir einfach mal kurz den Pfeil. Da greifen wir auch einfach wieder auf eine Bibliothek zu vom MetaTrader 4. Da müssen wir jetzt nicht selbst Grafiken erstellen, sie einbinden, sie zeichnen mit groß, Farbe und so weiter. Das ist gibt es in der Bibliothek. Ich kopiere mir das auch einfach auch mal aus einem Projekt raus. Dann erkläre ich gleich, wie das genau funktioniert. Das habe ich auch nicht immer im Kopf. So, und zwar haben wir hier die Object-Create-Funktion. Was machen wir damit? Die oder alleine mit dieser Zeile Code können wir halt den Pfeil im Chart einzeichnen. Da müssen wir ein paar Werte für übergeben. Das sieht ein bisschen komplex im ersten Moment aus, das ist aber relativ einfach, wenn man es einmal verstanden hat und durchblickt hat. Wir geben hier vorne einen Namen ein. Ist an sich nicht so wichtig, wie die Pfeile im Chart heißen, weil wir die nicht sehen, aber jedes Objekt im Chart, das heißt, wenn wir Linien einzeichnen zum Beispiel, die brauchen einen eindeutigen Namen. Ich kann die nicht nur Crash nennen, dann hätten wir einen einzigen Crash-File im Chart und keinen weiteren. Deswegen mache ich das jetzt hier einfach so, dass ich sage, der Name ist Crash Punkt, plus die aktuelle Uhrzeit. So habe ich mehrere Crash eingezeichnet im Chart. Ich möchte vom Objekt her ein File eingezeichnet haben und hier mit den Werten danach sage ich, zu welcher Uhrzeit. Natürlich jetzt. Das heißt, Time 0 ist jetzt nicht geschoben. Time 1 wäre beispielsweise eine Candle davor, zwei Candles davor. Und wo, also in welcher Höhe möchten wir den File eingezeichnet bekommen? Dafür nehmen wir einfach das High, das aktuelle High und packen da noch 20 Granularitäten drauf. Wieso rauf? Es bringt uns jetzt nichts, wenn wir den Pfeil direkt hier reinzeichnen. Ein bisschen Differenz ist dafür ganz sinnvoll, um einfach die Übersicht zu behalten, dass wir noch sehen, wo ist der Chart. Jetzt sieht man das natürlich einigermaßen, aber abhängig von unserer grafischen Einstellung, ob wir das Ganze ein bisschen bunter gestaltet haben, wäre es ein bisschen schwieriger. Wenn wir dann noch Indikatoren haben, dann würden wir wahrscheinlich die Pfeile gar nicht mehr sehen. Gut. Haben wir das? Ich gucke mal kurz, ob das soweit funktioniert. Wir haben hier keine Fehlermeldung, nur ein paar Warnungen. Die können aber erstmal ignoriert werden. Und wenn ich jetzt nichts vergessen habe und keine Fehler gemacht habe, dann können wir auch schon den Backtest dafür starten. Ich versuche es einfach mal. Wahrscheinlich haben wir irgendwo einen kleinen Fehler eingebaut oder aber auch nicht. Gut, wir testen das Ganze. Dafür haben wir ja im MetaTrader 4 und auch in 5 den Strategietester. Der sieht wie folgt aus. Haben Sie wahrscheinlich schon früher oder später irgendwann mal zufällig entdeckt oder arbeiten auch schon aktiv damit. Wir können halt hier unser Handelssystem angeben. Jetzt haben wir, oder auch Indikatoren, aber wir haben jetzt ein Handelssystem. Den Crash-Warner habe ich ausgewählt. Ich habe angegeben, dass wir das Ganze mit dem Euro-Dollar testen möchten, auf Stundenbasis, einfach nur, damit es ein bisschen schneller durchläuft und wir eher was sehen. Von 2018, vom 10.01. bis zum 25. Das Datum ist jetzt auch frei gewählt. Und ganz wichtig, ich habe den visuellen Modus aktiviert. Das heißt, ich sehe gleich live im Chart, wie die historischen Candles aufgebaut werden und wie dort was passiert. Dafür mache ich das Ganze hier oben mal ein bisschen kleiner, dass wir auch gleich was sehen. Dann ganz wichtig, wir haben hier drüben oder ganz rechts Export Advisor Option. Da können wir die Parameter, die wir gerade so fleißig eingebaut haben, konfigurieren. Und hier können wir unseren Crash einstellen. Das heißt, die zwei letzten Variablen, die werden noch nicht verwendet. Die kann ich eine 99 eintragen. Das ist völlig egal, hat keine Auswirkung momentan. Nur für Variante 2. Und für Variante 2 sind erstmal die zwei Parameter wichtig. Wir sagen, wie weit soll zurückgeblickt werden, um ein Crash zu erkennen? 5 Candles. Klingt erstmal ganz gut. Wie groß soll der Crash sein? Ich belasse es einfach mal auf 0,2%, weil wir jetzt erstmal im ersten Schritt sehen wollen, läuft das überhaupt technisch? Haben wir irgendwo ein Problem? Haben wir irgendwo Fehler eingebaut oder zeichnet er wenigstens die roten Pfeile im Chart? Lieber ein paar rote Pfeile zu viel als gar keine. Deswegen belasse ich das jetzt einfach auf 0,2. Klicke auf OK.
und starte dann auch schon hier drüben rechts Test starten. Es dauert einen Moment. Stoppe das ganz kurz und mache das grafisch ein bisschen besser für Sie erkennbar. So sieht das nicht so schön aus. So, dann scrolle ich hier noch ein bisschen rein. Und da sehen wir auch schon rote Pfeile. Da haben wir auch schon einen Crash erkannt. Klar, das ist auf den ersten Blick kein Crash. Wir haben natürlich eine Mini-Einstellung gehabt. Wollten gerade einfach nur viel sehen am Markt. Aber hier an dieser Candle erkennen wir das ganz gut. Wir erkennen mitten in der Candle, das heißt, wir müssen uns vorstellen, die Candle hat ja hier unten eröffnet. Sie ging hoch, runter, hoch, runter, langsam hoch. Und bei der Entstehung, das heißt, an diesem Punkt haben wir halt schon den Crash, wenn wir es nennen möchten, erkannt. So, das heißt, nicht erst hier oben, nicht erst hier oben, nicht später, sondern wir haben direkt hier schon den Crash erkannt. Kurz auf die Frage, die noch reinkam, warum ist das ein EA und kein Indikator? Ja, sehr gute Frage. Prinzipiell könnte man das so als Indikator umsetzen, gar kein Problem. Wir wollten oder wollten uns einfach die Option noch offen lassen, auch noch ein paar Handelsfunktionen mit einzubauen oder einfach das Ganze zu demonstrieren, wie es wäre. Die sauberste Variante ist natürlich auf jeden Fall Erkennung, charttechnische Erkennung als Indikator zu entwickeln und den Indikator dann in einem Expert Advisor zu nutzen oder aufzurufen. Aber wir haben das jetzt in dieser Webinarreihe nicht so gemacht, weil das Ganze nochmal aufblähen würde. Keine Frage, technisch ist es am saubersten, das Ganze natürlich aufzuteilen, aber wir haben es einfach zusammen gemacht, weil wir vielleicht auch noch ein paar Handelsfunktionen im zweiten Teil einbauen wollen, einfach damit es ein bisschen spannender ist. Gut, wir haben jetzt hier den Test kurz gestoppt, weil wir einfach mal kurz nur testen wollten, ob es technisch funktioniert. Scheint ganz gut zu sein. Ich stoppe den Test und gehe nochmal in die Einstellung und passe das Ganze jetzt ein bisschen an. Ich sage, ja, okay, 0,2% war wirklich viel zu wenig. Wir nehmen das Ganze mal auf 0,5%, klicke wieder auf OK, starte den Test, starte ihn auch hier. So. Macht das Ganze wieder kurz ein bisschen schöner für Sie. So, da haben wir noch ein paar andere Beispiele. Hier ganz gut. Hier erkennen wir es natürlich ein bisschen später, nicht erst hier unten. Wieso? Ganz klar, weil wir einfach gesagt haben, wir möchten größere Bewegung haben. Der Crash muss größer sein, dass wir ihn so definieren. Daher erst hier oben die Meldung. Hier haben wir danach auch noch ein paar andere gute Beispiele. Hier sehen wir das Ganze auch. Hier gab es auch eine starke Candle im Vergleich zu den Candle davor. Quasi ein Ausbruch oder einfach ein starkes Momentum, auch das haben wir erkannt. So, jetzt kommt natürlich die Frage, wieso sind danach noch rote Candles? Die Logik von dem System ist ja, betrachte die letzten 5 Candles. Das heißt, von hier zu hier sind immer noch mehr als 0,5% oder das, was wir eingestellt haben, und hier auch. Das heißt, nach ein paar Candles, wie hier zum Beispiel, ist die Referenzkurs hier zu Kurs hier und nicht mehr Kurs hier zu Kurs hier. Kann man natürlich auch noch ausbauen, aber wir lassen es erstmal in diesem Fall nicht weiter schlimm. Wir könnten das Ganze natürlich auch einfach auf Lookback-Candles 1 oder 2 stellen. Dann hätten wir nicht so viele rote Candles, aber Ziel haben wir erstmal erreicht, die starken Ausreißer zu erkennen. So, ich gucke mal kurz auf die Fragen, damit das nicht zu lange offen bleibt. Eine Frage, ist der Pfeil nicht mit Abstand angezeichnet und wird so der Crash zu spät angezeigt? Genau, er ist mit Abstand angezeichnet. Das heißt, er wird höher angezeigt, als wir ihn ja eigentlich erkannt haben. Das heißt, wenn wir mal kurz zurückdenken, dann haben wir hier den Crash noch früher erkannt. Ich glaube, eingezeichnet war er irgendwo hier in dem Bereich. Er wurde früher eingezeichnet und auch jetzt hat er ihn früher eingezeichnet. Später erkennt er ihn dadurch nicht. Das ist wirklich nur eine visuelle Sache. Das heißt, ich nehme einfach mal diese Candle hier, diese schwarze Candle. Wenn wir jetzt in dem Moment hier einen Crash erkennen, dann würde der Pfeil halt weiter oben angezeichnet werden hier. Der ist mit Abstand angezeichnet, aber für die Berechnung hat es an sich keine Auswirkung. Wenn wir an den zweiten Teil denken, dann haben wir schon die Funktion eingebaut mit der Push-Nachricht oder mit dem E-Mail-Versand, dann bekommen wir natürlich genau in dem Moment die Info. Das ist ja das eigentlich Interessante, dass wir nicht vor dem Bildschirm sitzen müssen.
50 Charts offen haben müssen und überall gucken, wo kommt jetzt die roten Pfeile, wo sind sie, wo sind sie? Ah, hier sind sie, hier muss ich jetzt aktiv werden. Deswegen ist aber nur eine visuelle Sache. Von der Zeit her werden die alle gleich eingezeichnet. Wir haben es einfach nur mit Abstand eingezeichnet, damit man das ein bisschen besser sieht. Also man kann jetzt hier auch durchaus, ist die Maus ist verschwunden, also wieder. Man könnte das Ganze auch noch weiter oben einzeichnen, damit man es ein bisschen besser sieht oder mit Abstand nach links oder rechts. Das sind so kleine Konfigurationsgeschichten in dem Moment. Gut, dann lasse ich einfach mal den Test noch weiterlaufen, um einfach mal zu sehen, wie die Erkennung es ist. Soweit ganz gut. Viele kleine Sachen erkannt, die nicht weiter interessant sind, aber einfach eine Einstellungssache. Ich lasse das nochmal ein letztes Mal laufen mit einer höheren Einstellung. Ich stelle das Ganze auf 1,51 ein und sage, betrachte nur die letzten vier Candles. Müssen wir mal gucken, ob da was erkannt wird. Das Ganze wieder gestartet. Dauert einen Moment. So, bisher haben wir noch nichts erkannt, weil die Bewegung alle zu klein waren. Mal gucken, ob hier noch was kommt. Nichts, genau. Hier sehen wir einfach, so wie es eigentlich später auch sein sollte, die Bewegung, die war einfach nicht stark genug für uns. Nicht stark genug oder nicht schnell genug in diesem Falle. Von daher haben wir hier die Parameter eingebaut, um uns daran zu tasten an die Bewegung, die wir haben möchten und müssen nicht jedes Mal hier den Meta-Editor aufmachen, das Ganze hier ändern im Code, auf Kompilieren drücken, neu anwenden. Das können wir uns aber auch sparen und können es direkt als Parameter angeben. Gut, da haben wir die Variante 1 soweit durch. Wir gucken jetzt mal in Variante 2. Ich überlege gerade, ob wir das zeitlich noch hinbekommen, aber ich denke mal, mit der Basis von dem bekommen wir es noch gut hin. Okay, also Variante 2 ist die Überhitzungsvariante. Das heißt, jetzt erkennen wir unsere Ausbrüche, die wir definieren, und jetzt möchten wir die zweite Variante entwickeln. Ich habe ein bisschen Platz. Und hier kommt dann Variante 2. Dort kommt die Überhitzung hin. Was brauchen wir dafür? Da habe ich noch die schöne, meine Picasso-Zeichnung hier. Wir wollten ja einen Durchschnitt haben, einen Tagesdurchschnitt, und wollten die Entfernung messen. Das heißt, wenn ein Kurs ziemlich stark wegrennt vom Durchschnitt, sodass der Durchschnitt nicht hinterherkommt, dann ist für uns ein Zeichen, dass hier eine Überhitzung am Markt existiert. Also brauchen wir erstmal in diesem Falle einen Durchschnitt. Dafür bräuchten wir eine kleine Variable, ein Double, die nenne ich einfach SMA, nutze dafür wieder eine Funktion vom MetaTrader 4 aus der Library, die nennt sich IMA, da wird es mir auch vorgeschlagen. Und hier sehen wir auch, wer sich für interessiert, wir sehen jetzt hier vorgeschlagen, welche Werte wir angeben müssen, damit wir das Ganze dann nutzen können. Am Anfang geben wir das Symbol ein, das ist für uns nicht weiter interessant. Wir wollen das aktuelle Symbol haben, Timeframe ist auch nicht weiter interessant. Dann kommt die Tiefe. Dafür haben wir oben eine Variable definiert, wie tief der Durchschnitt sein soll. Da kopieren wir uns den Namen, geben das hier ein. So, das Ganze, shiften wir das Ganze noch um eine Periode? Nein, machen wir nicht. Welche Methode wollen wir haben? Wir wollen den EMA, den SMA, den TMA. Wir nehmen halt hier den SMA, also den einfachen Durchschnitt. Dafür geben wir ein Mode-SMA. Soweit haben wir das angegeben. Danach müssen wir noch die Berechnungslogik oder Grundlage angeben. Das heißt Open-Preis, High-Low-Preis. Wir wollen halt immer den aktuellen Preis nehmen, und zwar halt Price-Close. Und letzte Variante ist dann die Shiften oder die Ausgabe von dem Durchschnitt insgesamt. Und zwar hier wollen wir die Ausgabe shiften um 1. Wieso? Ich mache nochmal die berühmte Picasso-Zeichnung dafür auf. Wir wollen den SMA-Wert von vor einer Candle nehmen. Denn wenn wir den aktuellen SMA nehmen, dann laufen wir Gefahr, dass der SMA einfach mitzieht, und zwar mit in unsere Richtung. So könnten wir Gefahr laufen, dass es nie eine Überhitzung gibt, weil wir die Differenz oder die Entfernung messen zwischen SMA und aktuellem Kurs. Und wenn wir den aktuellen SMA nehmen, der würde immer hinterher rennen.
Daher nehmen wir den SMA von vor einer Candle und nutzen das als Berechnungsgrundlage. Daher shiften wir das Ganze um 1. Das heißt, wir nehmen den SMA von vor einer Candle. Gut, das funktioniert auch soweit. Jetzt baue ich mir wieder eine kleine Variable, die nenne ich einfach Distanz zum SMA. Und dort berechne ich halt die Differenz vom aktuellen Kurs zum SMA. Also wir nehmen den aktuellen Kurs, die Close-Variable, die haben wir bereits für die Variante 1 hier oben schon entwickelt. Da muss ich mir den Wert nicht nochmal neu holen, kann ihn einfach verwenden und berechne das Ganze hier minus den SMA, also zwischen dem SMA von vor einer Candle. Die ganzen Werte möchte ich halt wieder als Durchschnitt, als Prozentzahl haben. Das heißt, das Ganze durch den SMA, so, die Klammerzeichnung immer ganz wichtig achten und das Ganze dann mal 100 und dann habe ich meine Veränderung in Prozent. Kompiliert, keine Probleme, so soll es sein. So, ich gucke mal kurz wieder auf die Fragen. Wäre das Open nicht besser, wenn wir das Open verwenden würden, wenn wir jetzt den Preis meinen, dann wären wir nicht Realtime, weil das Open, wenn wir jetzt 30 Minuten Candles haben und ich nehme, es ist jetzt 18.32 Uhr, dann würde ich ja den Preis nehmen von 18.30 Uhr. Nicht so alt, nicht so schlimm, aber immer weiter, wenn wir es jetzt 20 Minuten später haben oder 10 Minuten später, dann würden wir nicht live den Crash erkennen, weil wir einfach einen alten Preis haben. Deswegen nicht das Open, sondern das Close, weil das Close ist vom Namen her hier falsch angegeben. Wir könnten auch Bid Ask oder Last quasi nehmen. Es ist der aktuelle Kurs einfach, den wir für die Berechnungsgrundlage benutzen. So, gut, zurück. Wir haben jetzt die Entfernung gemessen vom SMA zum Close. Das haben wir soweit hier eingegeben. Jetzt das Ganze wie oben. Wir wollen die absolute Veränderung haben. Das heißt, wir bauen uns hier wieder die absolute hoch, absolute Distanz zum SMA. Wie wir das Ganze nennen, das ist natürlich frei überlassen. Wir können ja auch einfach auf die Tastatur hauen. Sinnvoll ist es nur, die Variablen so zu benennen, dass wir auch noch in 5 Wochen verstehen, was wir eigentlich gemacht haben. Also hier nutzen wir die Funktion, um das Ganze als absolute zu rechnen. Wir möchten hier die Distanz dafür verwenden, hoch. Und ist auch erledigt, checken das Ganze wieder, es funktioniert. Und jetzt kommt wieder die eigentliche Überprüfung, wo wir prüfen, ist die Differenz zwischen SMA und dem aktuellen Kurs, die Überhitzung quasi, groß genug oder größer als eingestellt. Dafür nutzen wir wieder eine IF. Das ist die Möglichkeit, um halt etwas zu überprüfen. Lass mir das kurz kopieren. Und hier sagen wir wieder, ist die Abweichung, die wir berechnet haben, größer oder auch gleich. Hier bin ich verrutscht, das muss in die Klammern. Größer gleich als das, was wir eingestellt haben. Und zwar diesen Parameter hier oben. Größer als das. So. Checken, es funktioniert. So. Hier haben wir das gleiche wie oben bei dem Crash-Warner. Wenn das eingetreten ist, was wir wollten, dann kommen wir in diesen Block rein. Und hier könnten wir auch wieder diverse Sachen machen, automatisch handeln, E-Mails verschicken und so weiter. Wir wollen das Ganze hier nicht vollmüllen oder unübersichtlich machen in diesem Bereich hier, sondern machen es wie mit dem Crash-Warner. Wir bauen uns dafür einen eigenen kleinen Bereich, den nennen wir einfach wieder, wie nennen wir ihn, Schwäger SMA nenne ich ihn jetzt einfach. Ich erwarte hier wieder einen Wert, und zwar die Veränderung in diesem Falle. Ich muss mir hier kurz die Zeichen wieder kopieren. Und hier gibt es dann auch eine Konsolenausgabe, wo wir sagen, Achtung, oh, Achtung, was schreiben wir dazu, Kurs weit vom SMA weggelaufen, geben dann danach noch die Entfernung an, also ähnlich wie auch hier beim Crash-Warner, wie wir das schon gemacht haben, und
formatieren das Ganze nochmal ein bisschen, dass es ein bisschen übersichtlicher ist, gucken kurz, ob es läuft, funktioniert wunderbar. Gut, dann schauen wir nochmal rein. Wir können jetzt das Ganze natürlich wieder einzeichnen im Chart, dafür können wir das Ganze einfach nochmal kopieren, geben das hier ein. Ich nenne das halt nicht Crash, sondern ich nenne es jetzt einfach SMA. Das ist auch interessant. So, das andere, den Trigger Crash, den deaktiviere ich jetzt erstmal, damit wir gleich im Chart nicht irritiert werden von den anderen Fallen, sondern erstmal nur die Signale sehen von der Überhitzung. So, dann müssen wir das Ganze natürlich noch aufrufen. Das heißt, wenn wir aktuell die Überhitzung erkennen, dann würde nichts passieren. Das ist ein leerer Block, hier passiert nichts. Daher rufen wir die Trigger Crash auf und geben hier die Veränderung ein. Die haben wir, wo haben wir die Untersuchung? Hier haben wir sie. Das ist der Wert. Kompilieren, funktioniert. Und jetzt testen wir das Ganze mal. So, jetzt müssen wir die zwei anderen Werte beachten. Die oberen sind erstmal egal. Das ist für die Tinning Crash Warner und die zwei letzten Varianten sind die Parameter für die Überhitzungsfunktion. Hier gehen wir also an, beachte die letzten 10 Candles und zeige mir dann einen Fall oder eine Info an, wenn die Differenz oder die Überhitzungsgröße größer gleich 0,5% ist. Das ist der Wert hier. Das passt soweit. Bestätigen das Ganze mit OK. Und dann starten wir den ganzen Test einfach nochmal. Dauert einen Moment. Und wir lassen das Ganze laufen. Das Ganze durchlaufen. Und sehen in diesem Zeitraum keine Meldung. Also hier gab es kein Event, was groß genug war. Oder groß weit genug weg ist vom Durchschnitt. Starten wir das Ganze nochmal. Und sagen einfach 0,1%. Zu sehen, ob das technisch funktioniert. Lassen das Ganze nochmal laufen. Dauert auch wieder einen Moment. So, jetzt haben wir hier nichts eingezeichnet. Kann zwei Möglichkeiten haben. Entweder haben wir einen kleinen Fehler gemacht oder es gab keine Größe. Keine Differenz, die groß genug war. Ich gucke mal nochmal kurz in den Quellcode rein, ob es hier etwas gibt. Wir haben hier die Berechnung, wir haben hier die Überprüfung, Trigger Crash wird hier aufgerufen. Ach, hier sehen wir es auch schon, wir haben das Falsche aufgerufen. Und zwar haben wir hier Trigger Crash aufgerufen anstatt Trigger SMA. Da haben wir das Falsche kopiert. So, also er hat jetzt bisher das Falsche aufgerufen, hat dann immer Crash erkannt, angegeben, aber nichts eingezeichnet. Wir haben jetzt keine Crash-Erkennung, sondern wir wollen die Überhitzung zum SMA. Okay. So, dann gucken wir kurz dabei gleichzeitig noch auf die Fragen. Muss man nicht den SMA im Chart einfügen? Nein, den muss man nicht. Das Handelssystem lädt sich den automatisch. Wir haben ja hier in der Zeile angegeben, liebes Handelssystem, hol dir den SMA auf den eingestellten Zeitraum und nutze ihn und berechne ihn. Wenn wir hier den visuellen Backtest beenden, starte ihn mal kurz. Ich stoppe den ganz kurz, temporär. Und bevor ich ihn gestoppt habe, haben wir den SMA nicht gesehen. Das heißt, sobald wir den visuellen Backtester beendet haben, zeigt er automatisch alle Indikatoren an, die wir verwendet haben in dem Chart. Wenn wir live am Markt agieren, dann macht er das nicht, aber wir müssen das nicht zwingend. Optisch ist es natürlich zu empfehlen, was einfach schöner ist und wir auch überprüfen können, ob das Ganze funktioniert, aber technisch müssen wir das Ganze nicht machen. Dann können wir gleich noch die Frage mit einbauen mit der Funktion, mit der absoluten Funktion, die ich hier verwende. Am besten nehme ich einfach mal ein praktisches Beispiel dafür. Das ist erklärender an dem Beispiel. Ich gebe mir hier zwei Werte aus. Und zwar gebe ich mir einfach mal die erste berechnete Distanz zum SMA aus. Die haben wir hier. Und dann gebe ich mir getrennt mit einem Bindestrich die Distanz mit der Funktion, mit der absoluten Funktion aus. Speichere das Ganze. Hier gibt es einen kleinen Fehler. Da muss ich kurz suchen, wo ich den habe. Ach so.
Da gab es die Double-Variable nicht. Muss ich eine Spalte drunter anzeichnen. Hier lasse ich mir mal die Werte kurz ausgeben. Dann können wir es gleich mal direkt in der Konsole verfolgen. Ich starte nochmal kurz den Backtest. Stoppe ihn, da wir jetzt schon ein paar Ergebnisse haben. So, jetzt kurz warten. wo haben wir die Ausgaben? Hier haben wir die Ausgaben. Okay. Nee, da stimme ich zu. Die Funktion, die brauchen wir für die Überprüfung nicht. Die ist so in unseren Köpfen hängen geblieben, aber die wir prinzipiell verwenden bei anderen Systemen oder bei anderen Berechnungen. Das heißt, diese, wo ist die, diese Spalten, die können, oder diese Zeile, die können wir uns theoretisch sparen. Genau, die können wir uns sparen. Hier oben, ich gucke mal kurz, wo die andere ist. Genau, die können wir uns hier theoretisch auch sparen. Das ist richtig erkannt. Okay, dann starte ich jetzt mal wirklich einen Backtest mit ein paar höheren Einstellungen, um das ein bisschen besser zu erkennen. Nicht 0,1%, sondern 0,3%. Ich lasse die Periode bei 10, starte das Ganze nochmal und dann lasse ich das nochmal kurz laufen. So, da haben wir ein paar Pfeile. Dann stoppe ich das Ganze mal, mache das nochmal wieder etwas hübscher für Sie. So, genau hier haben wir das eingezeichnet im Chart, worauf wir eigentlich aus waren. Und zwar haben wir hier unseren Durchschnitt, das ist die rote Linie. Scroll noch etwas rein. So, hier haben wir die rote Linie, den Durchschnitt und die roten Pfeile markieren wieder die Überhitzung. Die ist jetzt natürlich übertrieben genannt, keine Überhitzung, aber einfach nur für die visuelle Darstellung. Wir sehen halt hier, wenn der Kurs stark weit weg ist vom Durchschnitt, relativ stark. Wir sehen das hier recht gut erkannt. Wir haben das auch hier drüben ganz rechts ganz gut erkannt. Und so haben wir jetzt schon mal zwei Varianten entwickelt. Schauen wir mal kurz in den Quellcode nach. Mit circa 109 Zeilen. Mit 109 Zeilen haben wir schon ziemlich viel erkannt. Und das Ganze mit den Konsolenausgaben natürlich noch nicht so sinnvoll, aber wir könnten uns jetzt rein theoretisch noch 20 Charts aufmachen. Wir können überall den Exploit-Advisor anwenden, es dort ausgeben lassen und würden dann wirklich ohne viel Arbeit einfach diese Bewegung am Markt erkennen und das Ganze halt für unsere Strategie anwenden. Und es ist völlig aktuell noch völlig egal, welche Strategie wir fahren, ob wir irgendwelche Positionshandeln nach gewissen Indikatoren durchführen, ob wir News-Trading betreiben oder. Was erzielen wir hiermit? Wir erkennen halt, wann im Markt Bewegung ist, wann der Markt überhitzt ist und können das Ganze einstellen an unsere Bedürfnisse. Das ist, was wir heute als Ziel hatten für die Variante 1. Funktioniert soweit ganz gut und das ist die Grundlage für den zweiten Teil. Da schaue ich gleich mal nochmal in die Fragen, was es da noch gibt. Genau, die SMA-Frage hatte ich hier beantwortet. Hier müssen wir nicht zwingend im Chart einzeichnen, die Indikatoren. Ist es möglich, den Code zu erhalten? Ja, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an mail@algocamp, dann schicken wir Ihnen den zu. Das ist kein Problem. So, statt Print verwende ich Comment. Damit wird der Wert in der linken oberen Ecke dargestellt. Genau, das ist auch eine gute Möglichkeit, um nicht mehr die Konsole aufzuhaben. Da gibt es immer relativ viele Wege, um das Ganze umzusetzen. Gut, dann haben wir mit der Programmierung zeitlich fast eine Punktlandung hingelegt. Das heißt, wir haben heute eigentlich alles erzielt oder geschafft, was wir wollten. Die Grundlogik ist da. Die Crashs werden erkannt, die Überhitzung wird erkannt. Und im zweiten Teil kümmern wir uns halt darum, was machen wir mit den Möglichkeiten. Das heißt, wir bauen die Push-Nachricht ein. Wie können wir uns eine Nachricht auf unser Smartphone schicken? Das werden wir live einbauen. Wie schicken wir uns E-Mails? Wie geben wir akustische Signale aus? Wir können, wenn es Interesse da auch da ist, auch Trades durchführen beispielsweise. Einfach nur, um zu testen, wie funktioniert das? Wie sieht das aus, wenn plötzlich ein Trade ausgeführt wird? Ob das jetzt profitabel ist oder nicht, ist jetzt erstmal gar nicht interessant, sondern es geht eher darum, einfach mal zu sehen, wie funktioniert das Ganze. Vielleicht haben Sie auch schon Handelssysteme aktiv und fragen sich immer, wie läuft das eigentlich im Hintergrund ab, wenn da ein Trade durchgeführt wird oder Sie möchten ein bisschen selbst rumbasteln. Das sind so die Themen für den zweiten Teil. Ich gucke mal kurz in den Chat.
Kann ich den MetaTrader bei CapTrader verwenden? Soweit ich weiß, gibt es den MetaTrader nur von FXBet und nicht bei CapTrader. Ist Weil richtig, CapTrader genau. bietet ja. Genau. Von daher, der MetaTrader von FXBet, der funktioniert natürlich dafür wunderbar. Da gibt es auch den Meta-Editor dabei, um das Ganze halt zu programmieren und im MetaTrader auch anzuwenden. Gut. Super, dann haben wir auch alle Fragen im Chat auch soweit beantwortet. Der zweite Teil, da können Sie sich schon mal dafür registrieren, wird am 26.02. sein. Und natürlich habe ich das Webinar heute aufgezeichnet, so können Sie das im Nachgang noch nachbearbeiten beziehungsweise nochmal alles durchgehen. Wenn Sie Fragen dazu haben, dann können Sie auch sehr gerne auch uns schreiben und wir leiten das weiter oder direkt an AlgoCamp. Und von daher, die Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Wie immer versuchen wir unser Bestes. Ich wünsche allen Teilnehmern noch schon mal einen schönen Abend. Danke, dass Sie anwesend waren, dass Sie interessiert waren. David, danke für den Input heute. Fand ich wirklich sehr interessant. Und freue mich dann auf den zweiten Teil. Und ja, wünsche Ihnen, wie gesagt, noch einen schönen Abend, noch eine schöne Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und David, wie immer, hast du das letzte Wort. Tschüss zusammen. Ja, vielen Dank, sehr gerne. Hat mich wieder gefreut, mit Ihnen das Webinar zu verbringen. Und ich sehe auch schon die praxisorientierten Webinare, die kommen wahrscheinlich ganz gut bei Ihnen an. So werden wir auch weiter fortfahren. Ich freue mich auch schon auf den zweiten Teil, weil wir da auch ein bisschen mehr sehen, um das Ganze nochmal aktiver zu gestalten, um wirklich Mehrwert rauszuziehen aus dem Ganzen. Und ja, ich bedanke mich auch für Ihre Zeit. Wenn Sie Fragen haben oder Infos benötigen aus dem Bereich Algo-Trading, automatische Handelssysteme, da können Sie sich natürlich auch gerne an uns wenden, AlgoCamp, oder wenn Sie prinzipielle Fragen haben zu MetaTrader, dann sind die Kollegen von FXBet auf jeden Fall die richtigen Ansprechpartner. Von daher nochmals vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Abend und erfolgreiche Trades. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Ja.